Und herzlich willkommen zu Let's Play der Binding of Ice. Der erste Run war ja nicht so gut. Da haben wir richtig verkackt. Dann werden wir diesmal versuchen, besser zu sein. Wir hatten halt ja auch scheiß Items bekommen. Mal gucken, ob wir bessere bekommen. Baby, okay. Das macht irgendwie immer, keine Ahnung, wenn man irgendwas hat. So ein Bucheffekt, also der macht dann irgendwann Schaden. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich immer noch nicht. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist, aber ich weiß halt nicht, wann das Buch immer einsetzt. Was man so machen muss, wenn man getroffen werden muss dazu, ist es echt scheiße, aber wir werden ja noch sehen, was wir bekommen. Vom ersten Item hat es daran noch nicht verloren. Letztes Mal haben wir durchgehend kein Damage gehabt. Die hatten einfach gar nichts. Da werden wir versuchen, diesmal mehr zu bekommen. So einen Schlüssel hätten wir, den Shop brauchen wir nicht gehen. Alles ausschießen. Und ab zum Boss. Rasch. Schneller rüber. Er spuckt. Jetzt kann man sich hier schön drin dran verstecken. Deswegen an sich, wenn es so einen Kackhaufen in der Mitte liegt, das ist richtig gut. Weil er kann sich einfach hier dran verstecken. Jetzt habe ich es ausgeguckt. Alter, nein. Scheiße, nein. Also bei solchen Bosskampfen werde ich mich eher konzentrieren und nicht so viel reden. Und trotzdem werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen auf die Fresse bekommen. Spuckt er nochmal. Aua, scheiße. Er braucht Dunkelherzen, im ersten Raum kann eh kein. Wir hatten ja keine Seelenherzen. Am ersten Ebene kann eh nicht sein. Moms. Ja, da kriegt man mehr Range. Ist nicht wirklich so gut. Mal auf die Map gucken. Wir könnten hier noch den Geheimraum suchen, der müsste eigentlich hier sein. Wir kriegen etwas Geld. Okay, besser als nix. Der Run fängt schon wieder scheiße an. Kate wollen wir jetzt nicht. Die mit so holen wir uns selber. Das Teil weg, dann können wir da rein. Pillen! Euer Ernst, wer braucht Pillen? Speeddown! Ja scheiße, Alter! Ich hasse Pillen! Nehmen wir mal das Geld mit. Gut, theoretisch werden wir noch einen Schlüssel finden in den Shop. Vielleicht findet Grie wieder bessere Items. Damit teleportieren wir uns zurück, das ist auch manchmal praktisch. Schlüssel hätten wir. Gehen mal in den Shop. Ach komm, nehmen wir mal mit. Damit könnten wir zwei Trinkets mittragen. Nehmen wir uns mal das noch mit. Helftown. Alter! Also wir haben nur Scheiß, wir müssen zukommen. Monstro. Sollten wir vielleicht noch schaffen. Alter. Sind die können wir vielleicht noch schaffen und dann werde ich eiskalt getroffen. So.
Hier, nur so ein Seelenherz, gib her. Noch mehr! Alter, wollt ihr mich jetzt verarschen? Dann sei mindestens was Gutes. Puberty. Luck up. Dann nochmal Luck up. Was haben wir hier drin? Wollen wir das echt mitnehmen? Ach komm. Ich habe eh keine Chance sonst. 4 Shots. Die braucht niemand. Lass uns weitergehen. Vielleicht bringen uns die 4 Shots ja was. Unser Damage. Scheiße, wir haben wieder nichts. Lager, vielleicht bringt uns ja mal ein bisschen Lack was. Ja, scheiße, da kam ich nicht weg. Ich kenne einfach das Muster dieser Fliegen nicht so gut genug. Ich glaube, wir kriegen mal Kisten durchs Lack ab. Aber so scheiß Gegner immer noch. Fickt ihr euch doch, ich hasse diese Gegner. Alter, wie werde ich da immer getroffen? Tears up. Zumindest etwas. Viel halten wir nicht mehr aus. Das war gerade knapp. Da kommen wir nicht hin. Was haben wir hier? Ah. Müll. Wir haben nur Müll. Nochmal Older Fool. Oder Cute Fool. Keine Ahnung, wie das heißt. So, ich hoffe jetzt, dass da so ein Seelenherz noch drin ist. Nein, natürlich nicht. Ich kann es nicht gebrauchen. Alter, das sieht uns. Das sieht uns ja immer rot. Das sieht uns. Okay, das kann uns ja nicht töten. Pillen können uns jetzt ja zum Glück nicht töten. Ihr killt Eels oder was das auch immer war. Das ist gerade so schwachsinnig gewesen. Nur Scheiß. Tot. Okay, wir hängen jetzt da gleich noch eine Runde dran, sonst. Das ist die Folge war einfach viel zu kurz sotnst und mich kotzt einfach nur an, die ganze Zeit einfach nur so Scheißdreck zu bekommen. Aber was hatten wir? Wir hatten nichts. Kein Damage, keine Tears, kein Speed, einfach nur Scheißdreck. Das ist eigentlich bescheuert. Da braucht man so viel Glück, um das halbwegs das Gescheite zu kriegen. Ich will ja nicht gleich die OP-sten Item haben, aber mindestens etwas. Weil mit den Items, damit kann man ja gar nichts machen, was wir hatten. Gar nichts.
Also einer von den zwei Räumen ist auf jeden Fall eine Bibliothek. Hier würde ich sprengen wegen dem blauen Stein. Kriegen noch mehr Bomben. Da gehe ich rein. Ghost Baby. Wir können. Wir haben hier nichts. Bisschen Leben ist nie schlecht. Und dann würde ich mir hier noch die paar Münzen hier mitnehmen. Jetzt haben wir 8 Stück, das passt doch. Schlüssel haben wir keinen. Also ab zum Boss-Mob. Theoretisch müsste hier der Geheimraum sein. Scheiße. Da habe ich gerade nicht nachgedacht. Der kann ja nicht direkt über dem Boss rum sein. Okay, das Ghost Baby ist in der ersten Ebene nicht schlecht, weil du einfach doppelt so viel Schaden machst. Aber am Ende bringst du es auch nicht mehr viel. Aber für die ersten Ebene ist es recht okay. Ich glaube, das Alter war nicht schlecht. Es macht HP ab, Tears ab und Shot Speed down. Ja, das ist nicht schlecht. Dann, wir haben immer noch keinen Schlüssel. Verdammt, wir brauchen einen Schlüssel. Wer ist da, der bitte Schlüssel spawnt? Wo war das da, dass jetzt da ein Schlüssel spawnen muss? So, schön die Fliegen töten. Der Raum ging jetzt noch. Das sind nur Asifide, nicht wirklich starke Gegner. Aber die Masse ist auch, hat man, kann man auch mit Wasser, kann man auch Probleme haben. Da wollten wir jetzt noch nicht hin. In den Damage Raum gehe ich vielleicht später. Schlüssel. Den werden wir jetzt nicht dafür umnutzen, sondern für den Goldraum. Weil wir haben ja nicht genug Münzen. Hier wieder einfach da spawnt, wo ich es genau sagte, da wird jetzt ein Schlüssel spawnen. Kriegen Book of Shadows. Ich glaube, da werden wir kurzzeitig unverwundbar. Werde ich mal behalten für den Bossraum. Ja, springen wir das. Kriegen Schlüssel und Bombe. Da schießt in alle Richtungen. Da hätten wir sein können. 2 Schlüssel, nice. Boss, Monstro. Diesmal aber nicht so hart am Monstro fehlen. Okay, so viel Damage habe ich jetzt auch nicht gekriegt, aber trotzdem. Es war schon irgendwie. 2 Treffer vom Monstro einzuschicken, ist schon irgendwie hart. Basement Boy, lol, wir haben ganz Basement keinen Schaden genommen. Das schießt Shot Speed ab, halt ein bisschen, aber dafür auch Damage ab. Dann öffnen wir und kriegen Schlüssel zurück. Okay, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Hier drin finden wir. Ich glaube, wir nehmen das. Hier kam Lazarus. Und dann glaube ich, nehme ich das hier noch mit. Ja,
Okay, also das hat fliegen, das ist schon nice. Da können wir uns auch die Schlüssel da oben noch holen. Das ist nice. Und da dass wir fliegen können und ein halbes Hätzchen Schaden nehmen, würde ich dann auch sagen, wir gucken mal hier rein. Okay. Ein Kapital sogar noch. Warte, ich glaube, wir nutzen sogar das Buch und kriegen dann keinen Damage. So kann man es nämlich auch machen. Also die Items sehen jetzt schon ein bisschen besser aus, aber ob es wirklich OP-Items sind, weiß ich jetzt nicht. Wir haben Unlock Samsung. Jetzt haben wir zumindest ein paar Racken unlocked, dadurch, dass wir ein bisschen schlauer waren als letztes Mal und keinen Damage genommen haben. Was wirklich ein Vorteil ist, dass wir jetzt fliegen können und durch Wände schießen. Das ist ein richtiger Vorteil. Und Geld für den Job hätten wir jetzt auch. Da werde ich erst wieder reingehen, wenn mein Buch aufgeladen ist. Unser Speed ist auch okay. Daran sieht um einiges besser aus als die letzten. Jetzt nur nicht gucken, dass der mich auf mich drauf rascht. Also wir werden jetzt auf jeden Fall in den Shop gucken. Der ist scheiße, Alter. Der kann, wenn man nicht aufpasst, mies werden. So, jetzt wie schon gesagt, werde ich da oben in den Zackenraum gehen, weil wir da eigentlich, falls wir jetzt nicht überrascht werden, ohne Damage rein und raus können. Jetzt hier ganz sauber eine Bombe blazen, weil die blauen Fackeln kann man halt nur mit Bomben ausmachen. Dann kriegen wir das, fliegen, egal. In blauen Kerzen hat er halt eine Chance, dann noch den Herzen drin zu haben, als wir hätten jetzt ein bisschen Pech. Da hätten wir aber auch richtig Glück haben können, also wenn man Bomben hat, dann ist es nicht schlecht in so einem Raum, weil. Und hier, sie sagt ja, wir können uns richtig gut safen. Und hier drin, Seelenherzkonverter brauchen wir nicht. Sagen, nehmen wir hier noch einen Schlüssel mit und spenden mal ein bisschen Geld. 15 Münzen will ich aber behalten für die nächste Ebene. Können eh nicht mehr spenden. Okay, das würde ich mal da drin lassen. Pillen hatten wir letzte Runde so viel Scheiße, dass ich die jetzt nicht nehmen werde. Wir könnten jetzt einfach hier hinstellen, das sind. Fliege ich da rein? Was für ein Noob bin ich bitte? Okay, kriegen wir kein Spielangeber, aber ist auch nicht so schlimm. Wir haben ja schon viel gekriegt. Golden, das ist nicht so gut. Das bringt halt nur was Golden Touch. Gegner, da kann man sich Geld farmen durch die Spuk aus Shadows. Gar nicht so schlecht, weil man kann sich halt unverwundbar machen und die Gegner berühren und dann werden sie halt zu Goldstatuen und lassen oder zu irgendwas Goldenes werden die halt. Hatte ich jetzt auch nicht persönlich noch, glaube ich, einmal nur. Ach nee, das sind die Gegner. Scheiße. Meine Gegner sind echt scheiße. Piep, nein, ich piep. Komm schon, nein, ich piep. Wir können ja durch Wände schießen, das ist ein Vorteil, aber trotzdem, ich mag Piep nicht. Er kann ja nicht hier durch, das ist ziemlich praktisch. Und dann müssen wir einfach rechtzeitig, wenn es mir zu viel wird, der Books of Shadows einsetzen. Also dreh dich, wenn das zweite Auge ploppt. Ich sagte, ich muss den Book of Shadows einsetzen. Ich habe hier. Können wir hier einfach draufhalten. Sonst, ich wäre so oft getroffen worden. Kriegen hier Damage und HP ab. Nice. Der Run könnte schon mehr werden. Shop haben wir. Itemraum haben wir. Oh, ich würde sagen, dann gehen wir weiter. So, jetzt sind wir in Caves 2. Ich weiß nicht, ob ich da rein will. Zwei Schlüssel. Ach komm. Geld. Haben wir ein bisschen Geld. Da können wir auf jeden Fall in den Shop. Einen Shop für. Okay, einen Schlüssel haben wir noch. Strange.
Ja, stimmt, der macht ja nichts, wenn wir in den Stacheln stehen. Das ist irgendwie ein bisschen buggy. Warte, Stärke haben wir jetzt 3, also ist ein bisschen was, aber es geht besser. Da musst du aufpassen, wenn man da Pech hat, dann schießt er gleich, wenn man in den Raum kommt, zu sich und dann hat man gelitten. Oh ne, da bringt Fliegen nicht viel. Nur, dass er mehr Platz zum Ausweichen hat. Alter, ich mag diese Gegner gar nicht. So. Hier haben wir schon mal den Itemraum. Schön gut. Wir sollten. Dann gehen wir jetzt mal in den Itemraum. Das ist so ein Typ, der den Gegner aussichtigt und dann explodiert. Finde ich persönlich nicht so gut. Das ist Books of Shadows schon um einiges besser. So. Alter. Wenn es zu viele Gegner sind, verliert man manchmal die Übersicht. So. Dann hier weiter. Der Bossraum. Ein schwarzes Herzchen würde ich nehmen, dann würde ich sagen, wir machen als erstes mal den Bossraum dann gleich. Haben wir den schon mal rum. Gurdy. Dagegen hatten wir ja letztes Mal verkackt. Boah, scheiße. Haben wir einen Devil-Deal, wir haben Damage und Range Up, jetzt haben wir ein bisschen mehr Damage. Sagen, öffnen wir mal die Kiste, zwei Seelenherzen. Ich würde sagen, wir nehmen das hier mit, vier Schatz. Ich würde sagen, komm, wir nehmen die Schaufel mit. Wollen wir die Schaufel? Ich nehme sie einfach mal mit, dafür, dass wir Azrael anlocken, dann haben wir nächstes Mal einen Charakter, wo wir dann ein bisschen weiterkommen. Die Schaufel würde ich nutzen, weil es gibt manchmal solche Kreuze auf dem Boden, wo man dann sich runtergraben kann, Special Ebenen kommen kann. Habe ich persönlich auch nur irgendwo gehört, aber selber noch nie gemacht. Weil die Schaufel hatte ich noch nie bis jetzt. Also ich werde ja nochmal alles durchgucken, ob hier nicht vielleicht ein X ist. Strange, da werde ich nicht reingehen. Eins. Nee. Die Gegner sind scheiße, aber dadurch, dass sie fliegen können, kein Problem. So, Damage ist auch nicht so schlecht. Chariot, na, nehmen wir lieber Strange mit. Ah, wir machen jetzt also die größeren Schüsse, die ziehen um einiges mehr Schaden. Das ist so praktisch. Ah, ich hätte beinahe vergessen, in den Shop wollten wir ja noch gehen. So, werden wir jetzt in den Shop gehen. Sweet, dadurch, dass wir uns in der Wand verstecken können, null Probleme. Aber jetzt kriegen wir wieder nur Geld. Ich wollte auch ein gescheites Item haben aus dem Shop. Aber dafür den Stein können wir springen. Kriegen noch ein weißes Seelenherzchen. Das ist praktisch. Dann werden wir auch noch den letzten Raum hier clearen. Oder den vorletzten, keine Ahnung.
Ach nein, die Gegner sind scheiße. Eis, einen haben wir. So, kommt schon. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Hier hat es nämlich nichts. Ich will die Schaufel auch nicht gleich verschwenden wollen. Vielleicht ist hier irgendwo. Vielleicht finden wir ja noch das X. Da stellen wir uns richtig scheiße an, Alter. Wie ich immer gegen diese Kackfliegen verkacke. Ich hoffe, dass einer. Wir werden jetzt da auch noch reingehen. Alter, das war scheiße von mir. Tot. Ah, jetzt habe ich vergessen, noch den X zu gucken. Fuck. Aber ich sehe bis jetzt noch keins. Oh, diesen Scheiße, das ist ein schießende Teil. Das ist X, also. Okay, es hat's gebracht. Wir werden dann am X rütteln, nachdem wir den Boss-Mob getötet haben und halt in allen anderen Räumen waren. Auf jeden Fall in den Itemraum müssen wir noch. Hier kommt Deutsch Energy, was das auch immer macht. Pille werden wir nicht mitnehmen. Damit habe ich zu schlechte Erfahrungen gemacht. Dann hier ist der Itemraum. Ziemlich praktisch, die vier Schatz, weil die rennen ja da von uns weg. Was der Infection Friend macht, weiß ich jetzt auch nicht. Da werden wir dann hier. Aber erstmal gegen Monstro 2 kämpfen. Und dann springt er wahrscheinlich gleich nochmal und beschwert fliegen. Ja. Aber scheiße, nicht aufgepasst. LOL, seit wann macht er das so? Ich habe ihn langsamer in Erinnerung. Jetzt springt er gleich nochmal. Jetzt müsste er einen Strahl schießen. Oder jetzt. Alter, fressen wir viel Schaden bei dem unnötigen Schaden. Range up, okay, und jetzt sagt ich will graben hier. Hat sich was geändert? Depth 2. Nö. Aber in den Raum da unten will ich schon noch rein. Alter, wie viele Hände sind das? Zwei Herzen, das hat sich gelohnt.
Dann werde ich versuchen, den Schaufel aufzuladen und dann bei Mom vielleicht noch in die nächste Ebene zu gehen oder so, wenn es funktioniert. Dev, ich würde Strength mitnehmen. Lol, was war das für Damage? Okay, wir machen gerade nicht so schlechten Damage. Dann haben wir Zap-Zap. Das so gut ist. Bam, 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 bam. Da werden wir auch gleich dran spielen, wenn wir den Job nicht so gescheit sind. Aua. Sollte mal echt besser aufpassen. Zap, 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 zap. Ja, so. Ich hoffe, wir wären aufgeladen. Das ist nice. Wir kriegen hier keine Ahnung, was das macht. Tarotkarten könnten wir mal einsetzen. Oh, the food strange. Ich will lieber strange mit. So, jetzt werden wir den Bossmob suchen und können den Mom töten. Konnten mal kurz da reingucken? Nein, danke. Da musst du aufpassen, weil der da, da hinten, der hier ist, oh, der ist tot. Dieser eine, wo springt, der ist richtig mies. Da müsst ihr aufpassen. Der springt immer schnell und ist, der ist einfach mies. Alter, bei dem muss man auch richtig aufpassen. Die sind auch richtig. Also ihr seht schon, es gibt viele Gegner, die richtig mies sind, aber es gibt auch manche Gegner, die einfach nicht so mies sind und einfach. Aber das da war, das war nicht aufgepasst. Also der Schlüssel da war jetzt unnötig. Also die Gegner sind kein Problem, dadurch, dass wir diesen. Ob ich Zap-Zap diesen Schuss wirklich mitnehmen müssen sollen, das weiß ich immer noch nicht. Ob das so eine gute Idee war. Ach, diese Marmhände. Das Problem ist, wenn die einen treffen, wird mal wieder aus dem Raum gezogen. Das ist richtig mies. Boah. Das war Glück. Habt ihr gesehen, wie der Strahl mich. Nein, 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 nicht It's Broken. Boah. Als Leute, It's Broken macht immer, dass jedes Spare-Item dich einfach aus dem Raum teleportiert. Dieses Item ist scheiße. Wir werden jetzt hier Strange aktivieren. Weil wir jetzt ordentlich Damage machen. Auch nicht aufgepasst. Alter, wir machen gut Damage. Der Bomb. Ich glaube, wir können doch gar nicht weiter. Nein, wir werden sowieso sofort wieder in den Titelbildschirm zurückgeswitcht. Also somit, das war eine Runde Isaac. Wir haben Mom besiegt und werden dann nächste Folge mit Assassin besiegen. Also dann, tschüss.